Banken kreieren Geld, das es nicht gibt. Banken leihen Geld aus, das es nicht gibt. Banken machen Gewinne mit Geld, das es nicht gibt. Banken verschulden sich mit Geld, das es nicht gibt. Und Banker verdienen ein Heidengeld, das sie eigentlich nicht verdienen, mit Geld, das es nicht gibt. Das gibt's doch nicht. Das Besondere an der Vorgängerinitiative ist ja, dass sie nur will, dass es so wird, wie die Leute denken, dass es schon immer ist. Also so wie es eigentlich in der Verfassung steht, seit etwa 150 Jahren, dass eben nur die Nationalbank das Geld erzeugen kann. Es ist eigentlich so ein bisschen wie eine Durchsetzungsinitiative, kann man sagen. Ja. Es ist ein bisschen wie mit der Abzug. Abzockerinitiative, die ist ja angenommen worden und darum gibt es seit dem 1. Januar das ja keine Abzockerlöhne mehr. Das genau, so ist es. Ja, aber eben, der Herr hat gesagt, ich bin einer mit viel Verständnis und ich habe auch doch viel Verständnis für unsere Top-Banker, weil sie schaffen auch extrem viel für ihr Geld. Manchmal mehr als 12-mal mehr als andere. Und darum haben die meiner Meinung nach auch einen Mindestabzockerlohn verdient. Und das möchte ich im folgenden Text auch illustrieren, wo übrigens auch in meiner neuen CD drauf ist, Sushi Casanova, ein Buch mit CD, wo man übrigens kaufen kann. Ich habe lieber Geld für mein Buch als Buchgeld. Das Pflichtenheft des Top-Bankers. Es ist ein sehr schneller Text, aber es macht eben auch inhaltlich Sinn. Das Pflichtenheft des Top-Bankers. Wenn ein Top-Banker frühmorgens um 5 aufsteht, joggen geht, um 6:30 die Kinder weckt, ihnen Frühstück macht und sie in die Schule bringt, dann ins Büro fährt, selbstverständlich mit dem Velo, wo er dann alle seit dem Vortag eingegangenen 1000 Mails in einer Stunde beantwortet, gleichzeitig 100 Telefonanrufe empfängt und oder tätigt und parallel dazu das Morgenmeeting leitet? Kann man sich mal vorstellen, oder? Wenn dieser Top-Banker im Anschluss daran die 30 Stockwerke von der Teppichetage in die Schalterhalle runterfährt und dort Kunden bedient, das heißt echtes Geld, Vollgeld, also Banknoten, die schon Tausende in ihren ungewaschenen Händen hatten, entgegennimmt oder herausgibt, während er gleichzeitig bei ihr von 5 internationale Telefonkonferenzen führt und seiner Sekretärin an die 200 Briefe diktiert. Wenn dieser Top-Banker in der Znüni-Pause, also wo alle anderen Pausen machen, bei allen 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern persönlich vorbeigeht, ihnen eine Zwischenmahlzeit offeriert, einen kleinen Schwarzhelm sich nach dem Ergehen der Familie erkundigt und sich für ihre tägliche Arbeit bedankt und zeitgleich mit seiner Frau telefoniert, um sie einfühlsam und ergebnisoffen zu fragen, ob das mit der Haushaltsarbeit auch wirklich okay sei für sie. Ansonsten wäre er selbstverständlich sofort bereit, die Rollen zu tauschen. Wenn dieser Top-Banker sich danach zum Flughafen begibt, natürlich mit dem Velo, um für eine wichtige Tagung nach Sydney zu jetten und während des Fluges einen riesigen Pendenzenberg, für den er eine ganze Sitzreihe besetzt und eine halbe Tonne Overweight bezahlen musste, abarbeitet und während bereits zum Lunch wieder zurück in der Schweiz ist, weil hier ein wichtiges Meeting auf ihn wartet. Wenn dieser Top-Banker nach der Mittagspause, in der er nichts zu sich nimmt, da er sich während der Arbeitszeit ganz und gar seine Firma widmen und sich nicht durch äußere Einflüsse wie Nahrung oder Erholung ablenken lassen will, wenn er also nach dem dreistündigen Mittagsmeeting ein umfassendes Konzept für die Umstellung auf noch transparentere und noch kleinkundenfreundlichere Geschäftsführung ausarbeitet, eine Aufgabe, mit der eigentlich eine 10-köpfige Abteilung seiner Firma seit 2 Jahren betraut ist, aber er hilft, wo er kann, er bürdet sich mit Freude Arbeit auf, wenn er andere damit entlasten kann. Wenn dieser Top-Banker danach seine 4 Kinder von der Schule abholt, mit dem Fahrradanhänger, mit ihnen Hausaufgaben macht und spielt, dabei das Nachtessen zubereitet, damit sich seine Frau von der Haushaltsarbeit auch mal erholen kann, die Kinder dann ins Bett bringt, nicht ohne ihnen vorher eine gute Nachtgeschichte vorgelesen zu haben, natürlich altersgerecht 4 verschiedene. Wenn er später nach einer tauten Abend mit seiner Gattin, welche nichts ahnt, dass er währenddessen die ganze Zeit Homeoffice gemacht hat, diese ebenfalls ins Bett begleitet und wenn er sie es wünscht, sie auch noch sexuell befriedigt, wenn dieser Top-Banker anschließend, das ist nun gegen 23 Uhr, nochmal ins Büro fährt, also radelt, und sich von neuem an die Arbeit macht, jetzt wo niemand im Haus ist und ihn keine Telefonate stören kann, er viel konzentrierter arbeiten, er schafft es innerhalb von 5 Stunden locker ein 12-Stunden-Pensum.
Wenn dieser Top-Banker schließlich nach Feierabend, gegen 5:30 Uhr morgens, nachdem er noch alle Büroräumlichkeiten gestaubsaugt, die Papiereimer geleert und die WCs gereinigt hat, heimkehrt und müde, aber zufrieden ins Bett fällt, dort 6 Kapitel in einem Fachbuch über Human Leadership liest und mit der anderen Gehirnhälfte die Namen der 50 in dieser Woche neu Angestellten auswendig lernt, mitsamt dem Namen der Ehepaare und der Kinder. Wenn dieser Top-Banker dann nach einem kurzen Powernap von 2, höchstens 2,5 Minuten aufsteht, joggen geht, eine Tätigkeit, die ihm egoistisch vorkommt, weswegen er sie vor Sonnenaufgang im Schutze der frühmorgendlichen Dunkelheit verrichtet und dann den neuen Arbeitstag mit Elan in Angriff nimmt, wenn dieser Top-Banker dieses totale, dieses übermenschliche Engagement, dieses an Effizienz nicht zu überbietende Multitasking, diese Höchstleistung an geistiger und körperlicher Arbeit vollbringt, kombiniert mit der Führung von und der Verantwortung für mittlerweile 20.000 Angestellten, wenn er all diese Aufgaben unter permanenten Erfolgs- und Zeitdruck an 10 Tagen in der Woche und 15 Monaten im Jahr leistet, wenn er sich also in seiner 250-Stunden-Woche mit Leib und Seele rast- und restlos für sein Unternehmen aufopfert und die eine Ferienwoche, die er sich pro Jahr gönnt, für eine Weiterbildung nutzt, ganz zu schweigen von den mindestens 40% freiwilligen Arbeit plus der ehrenamtlichen Vorstandstätigkeit in über 60 karitativen Stiftungen, die er nebenher auch noch leistet. Wenn dieser Top-Banker zu guter Letzt dem Unternehmen auch noch die beste Bilanz seit über 2000 Jahren beschert, eine Verdoppelung des Umsatzes, eine Verzehnfachung des Gewinns und eine Aktienkurssteigerung von 1500%, dann finde ich, hat dieser Top-Banker ein Jahressalär im hohen sechsstelligen Bereich durchaus verdient. Oh. Aber wie man auch noch Antrittsprämien, Boni und Abgangsentschädigungen im zweistelligen Millionenbereich rechtfertigen will, sorry, dazu fehlt mir schlicht die Fantasie.